Moin Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir mal wieder GTA 5 Online und ich bin schon in diesem komischen Helikopter, Antilator oder wie der heißt. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich euch jetzt gerade nicht genau sagen. Steht das irgendwo hier? Annihilator, Hubschrauber. Ja, ein Hubschrauber einfach. So, mein Ziel ist ganz klar. Ich will zum Mount Chiliad und natürlich erstmal auch einen Base-Jump machen. So, da habe ich eine Nachricht bekommen. Was ist da? LOL YouTube. Ja, LOL YouTube. Moin, moin. So, wir gehen jetzt mal zum Mount Chiliad. Und ja, gehen zur Klippe und machen mal einen Base-Jump und dann landen wir da unten irgendwo bei der Polizeistation. So. Ich bin jetzt Level 53 in GTA, das heißt, ich bin bei Level 70 und Level 70, da weiß ich schon, was ich mir holen werde, und zwar den Panzer. So. Endlich mal ein kugelsicheres Fahrzeug. So, wo haben wir es denn? Ne, also die Schrottkarre bestimmt nicht. Und Sonderangebot. $675.000. Aha. Was ist da ein Sonderangebot? Das Ding ist nicht mehr gepanzert hier. Die Scheiben sind nicht kugelsicher. Also dieses Fahrzeug kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Das auch nicht und das sowieso nicht. Was ist an dem besonders überhaupt? Na egal. Ja, das ist es. Den Panzer, den hole ich mir auf jeden Fall. 1,5 Millionen Dollar kostet der. Geht's aber erst leider ab Level 70. So. Gehen wir mal raus. Und gehen zum Mount Chiliad. Hier, der oben da. Level 452. Wie schafft man Level 452? Da muss man ja jeden Tag 5-6 Stunden GTA zocken. Könnte ich gar nicht. Ja, ohne Scheiße. Wisst ihr, wenn ich eine Stunde GTA zocke, eine Stunde GTA Online, danach habe ich richtige Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich kann Skyrim zocken, zum Beispiel auf dem PC oder Fallout 4 auf der PS4, das funktioniert alles, aber wenn ich GTA 5 Online zocke auf der PS4, da ist es aus. Das ist echt aus. So, und zwar machen wir an der Klippe einen Base Jump. Nee, First-Person-Modus machen wir mal nicht. Trail Old Man's Crack. So, da gehen wir runter. Moin, moin. So, vorsichtig. Das machen wir mal ganz gekonnt. Nein! Stopp. Ja. Genau. So, da unten ist schon ein Fallschirm. Oh, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt sind wir an der Eiger-Nordwand in der Schweiz. So. Jetzt schätze ich noch schnell die Höhe ab. Weil wir müssen das ja alles berechnen hier. 50, 100. Ja, bis runter sind es bestimmt nur 300 Meter. Bei einer Fallgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer habe ich also 6 Sekunden Zeit, den Fallschirm zu betätigen. In der Theorie. Aber das fällt ja nicht steil nach unten, sondern das hört natürlich nach 100 Meter schon auf hier. Ach, ich sage, wir springen einfach. Ich will hier gar nicht hier irgendwie wissenschaftlich reden, sondern wir machen einfach zack, 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 zack
Und zack. So, ein Steuerknüppel ein bisschen nach vorne machen. Warum? Ganz vorsichtig nach vorne, dann schwebt ihr nämlich ein bisschen. Ja, so. Genau. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil da könnt ihr so eine Art Wingsuit machen hier so. Finde ich richtig cool hier. So. Fallschirm natürlich auch öffnen. Gekonnte Landung. Ja, das war's. So. Gelandet sind wir schon mal. Das ist doch schon mal sehr gut. Da vorne ist einer. Ein Spieler. Moin, moin. Halt, stopp. Ich will dir doch gar nichts tun. So. Habe ich hier noch einen Sniper? Genau. Guck ihn dir an. Ja! Präzise ausgeschaltet. Das nenne ich mal gekonnt. Wunderbar. Psst. Ach du Scheiße. Oh, nein! Stopp! Ich tue dir doch gar nichts. Okay, ganz schnell rein. Und weg hier! Weg hier! Nein! 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 Moin, 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 moin! Ach, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ja, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4. Und ja, bis dann! Ciao! Nee, warte. Warte, warte, warte. Ah, verdammt! Ciao, ich hau ab.